Und herzlich willkommen zurück im alten Ägypten. Ihr seht schon, hier sind wir wieder angekommen bei Hieroglyphen oder Bilder, bei einer, ja, sagen wir es mal, bei einer Bildersprache, ne? Und wir werden schon wieder fast umgeritten, ne? Kommen wir schon mal hier rüber. Obwohl, das wird heute werden es ein paar mehr Stationen. Könnte also ein bisschen eine längere Folge werden. Ne? Aber ich möchte trotzdem noch mal hier reinschauen. Was esst denn ihr? Aha. Sieht ja übelst lecker aus. Mm. Sehr lecker. Keine Ahnung. Obwohl, also wie gesagt, marokkanisches Essen oder ägyptisches Essen ist schon ziemlich lecker. Was hast du denn anzubieten, mein Freund? Hey, ein paar Schuhe, Sandalen. Super. Und dann kannst du mir irgendwas hier... Halt, warte mal. Da ist was. Schon. Misen! Und? Gibt es irgendeine Interaction? Ja, no. Ja. Okay, jetzt geht's los. Aha. Ach, die handeln. Okay. Ja, ich würde dann gern was zusammengebraut bekommen. Vielleicht irgendwas, damit ich gut schlafen kann. Das wäre super. Weil manchmal kann ich echt ein bisschen schlecht schlafen. Das kommt mit dem Alter. Ja, da muss ich nachts raus. Einmal muss ich nachts raus. Das hätte ich gern, dass das aufhört. Wäre das möglich? Also, oh, jetzt ein Problem. So, ja, gut. Jetzt geht's aber los. Obwohl, Moment mal. Wir haben schon mal eine Leiter hier. Hm? Ja. Übrigens, in Ägypten, da gibt es tatsächlich ganze, ja, Gemeinschaften oben auf den Dächern in Kairo, die aber immer mehr vertrieben werden. Ne? Die sich, aber die haben eine ganze Zeit auf den Dächern, konnten die dort leben, einfach weil das so ist in Kairo, dass wenn es nicht komplett zugebaut ist mit Dach und allem, dann brauchen die weniger Steuern zahlen, ne? Und weniger für das Grundstück zahlen. Und deswegen haben sich richtige Gemeinschaften dann gebildet, ne? Und die leben, da gibt es auch Reportagen drüber, die leben auf den Dächern in Kairo. So, ich denke, hier ist unser Anfangspunkt. Über die Mumien? Echt? Aber ihr seht, ne? Das sind schon ein paar Stationen. Und zwar über die Mumien des alten Ägyptens. Wir erfahren mehr über die Mumifizierung. Wir haben ja schon ein bisschen was erfahren über die Mumifizierung, aber speziell zu Osiris. Willkommen bei Mumien des alten Ägyptens. Mhm. Na dann. Bin gespannt. Ich bin tatsächlich mehr als gespannt. Der Prozess des Mumifizierens hatte bei den alten Ägyptern höchst zeremoniellen Charakter. Beim Mumifizieren spielte der soziale Stand der verstorbenen Person eine Rolle und sogar Tiere wurden bisweilen mumifiziert. Die teuerste Methode war dem Pharao, der Königsfamilie und einigen der vermögendsten Mitglieder des Hofs vorbehalten. Ja, das kann man sich vorstellen, ne? Und dort unten haben wir tatsächlich das Totenbuch. Übrigens, Isis, ne, wurde ja das letzte Mal genannt. Und Isis war ja nicht nur die Gattin von Osiris, sondern auch
seine Schwester. Wir wissen ja, es gab einiges an inzestiösen Beziehungen in Herrscherhäusern bis ins 17., 18. Jahrhundert hinein, vielleicht sogar 19. Ja, aber das sieht irgendwie komisch aus, oder? Sieht so irgendwie. Passt so gar nicht zu dem Ägyptischen irgendwie, oder? Das könnte hier Tutanchamun sein, ne? Ja, aber ich weiß nicht, hier das Bild hier, ne? Das passt irgendwie nicht richtig. In die Zeit, denkt man. Ach, und hier ist die ganze Mumifizierungstechnik. Ach so, halt, warte, nicht, dass wir... Ja, warte jetzt mal, wo müssen wir hin? Genau. Ja, wir gehen mal lieber genau hier entlang. Weil wir kommen da drüben auch noch hin. Dann passt es perfekt. Oh, was ist das für ein Fuß hier? Ach so, ich dachte. Und? Wie sieht's aus hier? Soll ich irgendwie mit anpacken, oder? Das wäre nichts für mich, an so Toten rumzuschnippeln, ne? Das wäre echt nichts für mich. Oh, da geht's rund. Ach ja, die haben den natürlich gebacken. Na gut, wir werden es jetzt erfahren. Der erste Schritt war die Waschung. Am Ort der Mumifizierung wurden die Körper auf geneigten Tischen platziert, damit die Körperflüssigkeiten ablaufen konnten. Dann wurden sie von Priestern gewaschen, bis sie als bereit für den Läuterungsprozess erachtet wurden. Ja, ich wollte gerade sagen, als erstes wurden sie gewaschen. War übrigens auch so, die Waschung von Toten gab es auch in anderen Kulturen. Selbst, glaube ich, bei den Nordmännern wurden die, bevor die ins Hügelgrab kamen und so, gab es eine Waschung. Ne? Mal kurz nochmal nach oben schwenken. Das sieht aber gefährlich aus. Ne? Diese Läuterung begann mit einem Trankopfer aus heiligem Wasser. Die Priester räucherten den Körper dann mit Harz. Nach der rituellen Reinigung läuterten Priester den Körper weiter mit Ölen, Gewürzen und anderen Essenzen. Schließlich wurde sämtliche Körperbehaarung sorgfältig entfernt. Ja, die hätte ja sowieso... Ja, das ist alles Faulungsprozess, ne? So Körperhaarung. Am besten ist, wenn alles glatt ist und dass man dann praktisch das Ganze dann mit Harz, hat man ja auch gesagt, ne? Mit Leintüchern, aber auch mit Harz hat man den umgeben, ne? Damit man den wie konserviert hat, denkt man, ne? Das war dann wahrscheinlich wie eine Konservierung. Also, diese katzenartigen Wesen oder Löwenähnlichen sieht weiblich aus, ne? Die kann ich, um ehrlich zu sein, nicht richtig zuordnen. Wurde da schon mal was über die gesagt? Nach der gründlichen Läuterung des Körpers entfernten Einbalsamierer die Organe in festgelegten Abläufen. Zunächst wurde das Siebbein gebrochen, um das Gehirn mittels eines Hakens durch die Nasenlöcher zu extrahieren. Dann wurden mit einem Spachtel die restlichen Teile des Gehirns entfernt. Überreste wurden nach einem Verflüssigungsprozess, bei dem ätzende Flüssigkeiten zum Einsatz kamen, extrahiert. Der entleerte Schädel wurde dann gereinigt, mit Palmwein desinfiziert
und schließlich mit Leinstreifen und flüssigem Harz befüllt. Oh. Insbesondere für Schüler doch, ne? Super. Kann man ein bisschen was erzählen, wenn man das Gehirn über die Nase rauszieht, ne? Jedem Lehrer zu empfehlen, das zu sagen, gibt ein bisschen Aufmerksamkeit im Unterricht, würde ich sagen. Obwohl, ich sage mal so, ne, was im Nachmittagsprogramm gezeigt wird, da ist das ja gar nichts dagegen. Nach Entfernen des Gehirns machten die Einbalsamierer einen Schnitt an der linken Körperseite und entfernten die Eingeweide. Das Körperinnere wurde ebenfalls mit Palmwein ausgespült. Dann füllten die Einbalsamierer den Bauchraum mit Myrrhe, Zimt und anderen Duftstoffen und nähten ihn zu. Die entnommenen Organe wurden in Palmwein gewaschen und mit zerstoßenen Kräutern in Kanopenkrüge gelegt. Genau, in die Kanopenkrüge. Und dieser Krug, der wurde dann auch mit in die Pyramide gestellt, ne? So haben wir es beim Pharao zumindest gesehen. Also es wurden ja noch nicht alle mumifiziert, aber es gab halt viele, ne? Ja, machst du fein, mein Freund. Wo muss ich hin? An dir vorbei? Okay, kein Problem. Ja, den Hund, den kennen wir langsam, ne? Aber was die Katze soll? Hund und Katze. Und hier könnten wir jetzt lesen, wenn wir lesen können. Obwohl, es steht größtenteils dasselbe drauf, sehe ich. Wenn wir lesen könnten, ne? Wäre das bestimmt toll. Kann ich das vorstellen. Die Kanopenkrüge wurden nahe am Sarkophag platziert oder in einer Truhe aufbewahrt. Zunächst wurden die Organe in Stoff gehüllt und in Vasen platziert. Mit steigender Komplexität der rituellen Erfordernisse spielten auch Salben, Gewürze und sogar Wasser und Natron eine Rolle. Naja, Natron, das ist ja, da kann man das Wasser entziehen, ne? Glaube ich, durch das Natron. Da entzieht man alles an Wasser. Und damit wird es auch wieder ein bisschen mumifiziert, dann, ne? Ich weiß nicht, haben die dann eigentlich noch in diesen Kanopenkisten irgendwas gefunden? Waren die Innereien dann auch irgendwie so ein bisschen entwässert und also praktisch mumifiziert? Ich kann es euch, ehrlich zu sein, nicht sagen. Oh, da ist aber viel. Ach Gott, oh Gott, wenn hier Blut drauf, das wegzuwischen. Eieieiei, mein Freund. Eieieiei. Ich möchte deinen Job, um ehrlich zu sein, nicht machen. Zur Mitte des neuen Reichs hin nahmen die Kanopenbehältnisse die Gestalt der vier Horus-Söhne an. Sie galten als die Beschützer der Organe und sie hatten selbst wiederum Beschützerinnen, jeweils eine Göttin des Todes. Der menschenköpfige Gott Amset beschützte die Leber. Er selbst wurde beschützt von der Göttin Isis. Der pavianköpfige Gott Hapi beschützte die Lungen. Er selbst wurde beschützt von der Göttin Nephthys. Der schakalköpfige Gott Duamutef beschützte den Magen. Er selbst wurde beschützt von der Göttin Neit. Der falkenköpfige Kebech Senuef schließlich beschützte die Eingeweide. Er selbst wurde beschützt von der Göttin Selket. So, habt ihr es euch gemerkt? Ich wiederhole. So, fangt von vorne an bis zum Schluss. Ich habe es nicht gemerkt. Ich sag's euch, wie es ist. Wahrscheinlich, wenn man es öfter mal hört, könnte man es sich merken. Aber warum? Kann man alles nachlesen, ne? Wenn man es denn braucht. Aber so, ein bisschen sowas, ne? Finde ich so ein bisschen Allgemeinbildung. Warum nicht, ne? Ich finde das ganz schön, wenn man so ein bisschen was weiß. Da kann man sich ja auch unterhalten, so, wisst ihr? Ansonsten ist man ein bisschen
Versteht. Versteht, was ich meine. So ab und zu mal ein bisschen anders unterhalten. Ist doch auch mal schön. Das ist Horus, ne? Genau. Der falkenköpfige Gott. Der Sohn, praktisch, haben wir gesagt, von Osiris und Isis, ne? Nach der Verstümmelung wurde der ja gezeugt. Wir haben ja gehört, war ja mehr oder weniger. Heute ist ein bisschen hier viel, ne? Ah, man sieht, sonst läuft es recht gut flüssig, aber hier ist schon einiges los, ne? Also da. Ist nicht ohne hier. Was machst denn du? Ich denke mal, das ist jetzt das Salz, was das Wasser. Wollen wir gleich schauen, was das Wasser entzieht. Natron ist ein natürlich vorkommendes Mineral. Diese Sedimentgesteine setzen sich aus Mineralsalzen zusammen und wurden üblicherweise an Seeufern abgebaut. Ja, aber sollten wir sagen, wozu das gut ist? Na, ich kann mir es einfach nur so vorstellen. Und das Natron wurde dann genommen, und das werden wir jetzt gleich hören, damit das Ganze halt, ja, weil der Mensch... Einbalsamierer setzen Natron zum Entwässern ein, um das Fleisch zu trocknen und den Verwesungsprozess aufzuhalten. Nach der Reinigung und Entnahme der Organe wurde der Leichnam für ca. 40 Tage mit Natron bedeckt. Nach dem Entwässern wurde der Körper auf das Einwickeln mit Leinen vorbereitet. Eieieiei, die können ja gar nicht aufpassen. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. War egal. Die haben es ja nun gesagt, ne? Genau, Entwässerung. Was? Und du denkst, es bringt was? Ja, jetzt, wo du es sagst? Warum nicht? Der Projekt zu sehen. Bei Abu Khepteiru im Big Khashe. So, dann gehen wir mal hier rüber. Und schauen uns. Ja, was eigentlich an? Nach der Entwässerung durch die Natronbehandlung ölten die Balsamierer den Körper ein, bemalten ihn und nutzten gar Haarverlängerungen oder Perücken. Oft wurden antiseptische Mixturen auf Henna-Basis eingesetzt, um den Körper farbiger und lebendiger erscheinen zu lassen und dabei Schimmel- und Pilzbildung vorzubeugen. Entschuldigt, aber ich kenne auch ein paar Frauen, die im Grunde Mumien sind. Insbesondere auf Instagram sieht man jede Menge Frauen, die eigentlich Mumien sind. Aber okay, ich habe nichts gesagt. Dann kam die Phase, in der die Mumien ihr berühmtes Erscheinungsbild erhielten, das Einwickeln. Ursprünglich wurde jeder Körperteil einzeln eingewickelt. Bei Männern wurden die Arme über der Brust gekreuzt. Bei Frauen wurde der rechte Arm über die Brust gelegt, der linke lag am Körper an. Die Techniken entwickelten sich aber mit der Zeit. Schließlich wurde der Körper mit angelegten Armen ganz eingewickelt. Und es wurden immer komplexere und unterschiedliche Techniken beim Weben von Leinbändern entwickelt. Warum? Warum wurde bei der Frau nur ein Arm, die andere... verstehe ich nicht. Was soll denn da der Sinn dahinter sein? Könntet ihr irgendeinen Sinn dahinter erkennen? Also, ich persönlich nicht. Zusätzlich wurden Schmuck und Amulette auf der Haut des Verstorbenen platziert. Letztere wurden auch sorgfältig zwischen die Leinstreifen gelegt. Jedes Amulett war mit einem bestimmten Mythos oder Glauben an die Wiedergeburt verbunden. Ja, ist eigentlich ein schöner Gedanke, ne? Dass man
wiedergeboren wird, ne? Wisst ihr, was ich so gar nicht so als superschönen Gedanken finde? Wenn sie sagen, dass der Verstorbene auf einen niederblickt und immer bei einem ist. Also, ich sag, in manchen Situationen hätte ich es doch gern, dass ich alleine bin. So, also manchmal auch zweisam alleine, aber ist der bestimmte. Ich meine, es mag zwar ein schöner Gedanke sein, aber so richtig kann ich mich nicht mit anfreunden, dass irgendjemand hier neben mir ist. Ach, schaut hin. Jedes ist so am Körper angelegt, ne? Mhm. Ihr seid also schon moderner. Das ist richtig. Ich verstehe. Oh, jetzt geht's wieder besser. Masken waren ein wichtiger Teil der Mumifizierungskunst. Frühe Versionen aus Holz waren allerdings sehr teuer und wurden bald von Masken abgelöst, die mit einer Art Kartonagetechnik hergestellt wurden. Solche Masken bestanden aus mehreren Schichten Leinen oder Papyrusschnitzeln, die auf eine Basis aus Lehm oder Stroh appliziert wurden. Kartonage kam nicht nur bei Begräbnismasken zum Einsatz. Ornamente und die Tiersärge der späten Periode wurden auf ähnliche Art gefertigt. Achso, hätte ich ausblenden können. Meinen die jetzt hier so direkt so diese Mumifizierungsmaske? Das ist ja im Grunde eine Vollkörpermaske. Muss man richtig bedenken. In der 22. Dynastie bedeckte Kartonage dann den gesamten Körper einer Mumie. Die Mumien wurden auf einem Brett platziert und fest in Kartonage verpackt, die auf der Rückseite mit einer Schnur festgezurrt wurde. Diese Technik war kostengünstig sowie visuell ansprechend und daher quer durch alle Schichten sehr beliebt. Aha, also wie ich es gesagt habe, am Anfang gab es nur Masken und das andere hat man dann halt mit diesen Leinen, ne? Und dann wurde das komplett hier entspannt. Aha. Hier geht's wieder besser. Mit rumlaufen. Also vorhin hatte ich echt. Gab's echt Probleme. Also draußen, so. Hat er schon gekämpft. Hier läuft's wieder butterweich. Die Hüllen aus Kartonage waren meist mit Inschriften und mehrfarbigen Dekorationen überzogen, mittels derer der Name und die Titel des Verstorbenen, Szenen aus dem Alltagsleben oder Begräbnisspezifisches dargestellt wurden. Das war für Ägyptologen, die die Begräbnisriten der Altägypter studierten, natürlich ein wahres Geschenk. Ist Isis als so katzenhaft dargestellt worden? Ich kann es euch, um ehrlich zu sein, mit Isis hatte ich mich nie so richtig beschäftigt. Was? Das dann Isis wäre? Nee, ich kann mir es nicht vorstellen. Ich weiß es echt nicht. Es wurde, glaube ich, noch nicht gesagt. Sobald die Mumie richtig eingewickelt und verziert war, fuhren die Einbalsamierer mit dem Ritual des Mundöffnens fort. Diese Zeremonie war ein weiterer bedeutender Teil des Begräbnisses. Sie sollte dem Verstorbenen oder einem ihn darstellenden Objekt wieder Leben einhauchen. Ja, weil sie eben, ne, an das Leben nach dem Tode glaubten. Wie schön das alles bemalt ist, ne? Es hat schon was Mystisches, ne? So die ägyptische Kultur. Faszinierend. Huch. Gestolpert. Beinahe noch die Treppe runter gestolpert.
Ach, hier geht's wieder raus. Und wir haben bei Tag gestartet, oder sind wir gestartet und jetzt schon wieder Nacht. Schön. Na gut, ich glaube, das ist die letzte Station. Ich habe nicht drauf geschaut und es ist schneller rumgegangen als gedacht. Ne? Interessant fand ich übrigens. Das Mundöffnungsritual umfasste nicht weniger als 75 Einzelschritte. Dabei kamen die gleichen Öle, Balsame, Gewürze und Duftstoffe wie beim Mumifizieren zum Einsatz. Auch Schminke spielte bei diesem Prozess gelegentlich eine Rolle. Wie es rausraucht. Ne? Cool. Nee, ist doch die vorletzte Station. Schauen wir mal die letzte an. Die letzte Phase des langen Rituals war das Berühren des Mundes mit der Dechsel, um den Lebensatem symbolisch einen reglosen Körper durchströmen zu lassen. Durchführen durfte dieses Ritual nur ein fest umrissener Personenkreis. Priester, die die Maske des Gottes Anubis trugen, ein enger Verwandter oder der Thronerbe. Hier kann man bestimmt ganz viel rauslesen, ne? Also hier sind die Ägyptologen, ne? Die sind halt viel mit diesen Bildern. Daraus haben die historischen Wahrheiten oder was den historischen Wahrheiten eben nahe kommt, herausgefiltert, ne? Was sie damals anhatten und ja, wie sie lebten, die Riten, Gebräuche. Es ist bestimmt vieles noch, was nicht erforscht ist. Ne? Ja, das war's. Dann verabschiede ich mich für heute. Und ich fand's wieder eine sehr interessante Folge über das Mumifizieren. Ein bisschen was habe ich schon gewusst, aber einiges war mir auch neu. Sehr schön wieder für mich. Eine schöne Wiederholung und auch Neuigkeiten, die man erfahren hat. Ne? Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Eine schöne neue Woche nach dem Sonntag, nachdem ihr euch am Wochenende erholt habt, hoffentlich, wer nicht arbeiten musste. Und ja, bleibt mir gesund.